Ja, Markus von Aalen, gerade mit der Bayer Leverkusen U19 13:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Wie bewerten Sie die Leistung Ihres Teams? Ja gut, wir hatten jetzt in den letzten Tagen doch schwierige Bedingungen wegen dem Schnee und wegen dem Eis. So, und für uns war jetzt einfach wichtig, einfach mal auf guten Bedingungen, heute war der Platz gut, zu spielen und da unseren Ausbildungsgedanken weiter zu verfolgen. Und wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung? Ja, wir sind zufrieden, wir wissen, woran wir arbeiten. Für uns ist eigentlich, Sie fragen mich jetzt noch nach Spiel, und Vorbereitung und Saisonzielen. Für uns ist wichtig, und das ist eine schöne Nachricht, dass diese Woche zum Beispiel Jan Boller einen Profivertrag unterschrieben hat. Und das ist das, wo es bei uns darum geht, dass die Jungs hochrutschen und dass wir sie da gut drauf vorbereiten. Dennoch die Frage noch, mit welchen Ambitionen starten Sie dann in die Rückrunde der Bundesliga West? Ja, generell geht es immer darum, unser Spiel, das ist einerseits in Ballbesitz dominant zu sein, andererseits aber auch gegen den Ball, den Gegner zu kontrollieren im Idealfall und da die Spieler einfach weiterzuentwickeln. Ja, das ist unser Ziel. Natürlich auch immer mit der Mentalität und der Maßgabe darüber, jedes Spiel zu gewinnen. Ja, und für uns steht aber im Grunde die Ausbildung und die Zielsetzung und die Weiterentwicklung der Spieler da im Vordergrund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.